Jo, hallo Leute, willkommen zu einem Tutorial. Und zwar ein Minecraft Mod Tutorial über den Tropicraft Mod Version 1.3.5, also für Minecraft Version 1.3.5. Und ja, dazu brauchen wir drei Sachen, aber den Mod Loader habe ich jetzt im Moment nicht, den Link. Also, den braucht man auf jeden Fall. Also, downloaden wir uns das jetzt mal. Das sind die Minecraft Forge und der Mod selber. Hier sieht man unten. Und jetzt erstmal kurz warten. Dauert nicht mehr lang. Okay, so, das war unsere Wartemusik. Und jetzt ziehen wir uns die beiden Sachen erstmal auf den Desktop. So und so. Dann gehen wir in den Punkt Minecraft Ordner. Fail. Erstmal in den Bin. Öffnen mit WinRAR oder anderen Entpackungsprogrammen, zum Beispiel 7-Zip oder so. So, dann brauchen wir erstmal den Modloader. Dann tun wir erstmal. Nein, das tun wir nicht. Alles hiervon. Da reinziehen, Minecraft Forge genauso. Der ist nämlich total wichtig dafür, sonst funktioniert der ganze Schrott nicht. So. Und jetzt brauchen wir nur den Punkt Minecraft und dann gehen wir in den Mods-Ordner. Wenn es den noch nicht gibt, einfach neu machen. Und das war's schon. Jetzt gehen wir kurz Minecraft Ingame. Und gucken da mal. Hoffentlich funktioniert es diesmal mal. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. So, also hier sieht man schon, jetzt kann man hier noch gucken. Hier Forge Mod Loader, Mod Minecraft Forge. Endmover, warte, wo ist er? Tropicraft. Hier. No Mod Information von us here. Okay, dann versuchen wir hier es mal nochmal. Oh, diesmal scheint es zu funktionieren. In der letzten Aufnahme hat der in Minecraft keine Welt gemacht. So. Jetzt machen wir es mal friedlich, denn wir müssen jetzt was suchen. Hier sieht man schon. Richtig genial. Bambus! Oha, jetzt ist hier sogar schon zwei Sachen, die wir brauchen. So. Ohne Ende Bambus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dann tun wir einfach mal hier so drei Stückchen abbauen. Ach, warte, da muss es lange dauern. Tut mir leid, das habe ich gar nicht installiert, war ja klar. So. So. Das wird erstmal reichen. Jetzt machen wir es erstmal ein Crafting Table. Stellen uns hier hin, dann machen wir zuerst so. So. Dann haben wir schon mal ein Empty Bamboo Mug. Dann brauchen wir noch, glaube ich, ein Schwert. So. Jetzt brauchen wir noch eine Zutat, damit wir überhaupt in den Tropicraft reinkommen. Und der hängt natürlich auf dem Baum. Aber auf bestimmten Bäumen, nicht auf irgendwelchen Bäumen. Und dafür müssten... was ist denn Crafting Tab? Ach, egal. Ah, wir haben ja noch genug Holz. Ja, jetzt können wir erstmal eine Wüste suchen. Ah, hier wird schon sandig. In welche Richtung laufen wir oder beziehungsweise schwimmen wir jetzt einfach mal in die Richtung. Blub. Blub.
Blub. Blub. Jetzt erstmal ein bisschen schwimmen und suchen und so weiter. Schade, Wasser kann man sich nicht nehmen. Auf jeden Fall, die brauchen wir, den Pineapple, auch Ananas genannt. Ach. Nups, ab da. Als ob es hier keine Wüste gibt. Es gibt immer Wüsten. Die Welt ist groß genug. Schweinchen! Didin. Noch komm schon. Es könnte jetzt schon ein bisschen dauern. Tittenfische. Ich muss gerade mal gucken, ob habe ich über mein Headset an? Ja, habe ich. Clay. Ach. Gibt's hier echt keine Wüste? Irgendwie, das ist nur ein Schattenbug. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Und Musik, du nervst mich jetzt bitte nicht. Die Geräusche können wir mal ein bisschen lauter machen. Noch mehr Bambus. Dafür können wir es heute ein paar mitnehmen. Feuer? Ach so, Lava. Ich habe gedacht, warum brennt's da? Hühner. Massenhaft Bambus. Lipp. Schneelandschaft. Man sieht, man kriegt schon viel mit einem Durchlauf. Oh, hier gibt's echt keine Wüste oder was? Aua. Also Leute, ich würde euch empfehlen, besser in einem Wüstengebiet spawnen. Wollen oder so. Yay! Da hinten sieht man schon das erste. Und da sind auch unsere Zutaten. Okay, es muss keine Wüste sein, es muss einfach nur so ein Baum sein. So ein Baum. So, jetzt können wir hier unser Schwert nehmen. Und gar nichts machen. Hier daraus wird Palmplank auch mitgedacht. Jetzt können wir uns das hier kaputt machen. Und jetzt haben wir alle unsere Zutaten. Jetzt brauchen wir nur ein Crafting Table. Und jetzt kriegen wir so. So, so, kann auch so rumgehen, ist egal. Jetzt kriegen wir ein Pina Colada. It's got the Pina Colada. Den. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Sonne untergeht. Leute, ich mache hier jetzt nochmal ganz kurz hier noch schnell die Too Many Items rein. Und ich habe auch keine Lust, jetzt schnell die Aufnahme zu unterbrechen. Also, ja. Too many. Muss man too many items hin? Too many items ist weg. Modloader Challenge Crafty World 75. Too many items. Ah. Ja, ja. Nein. Es leckt nicht rum. Aus. Öffne mit. Windra.
Los, markier! Warum markiert er ihn jetzt nicht? Ach Mensch, alles muss man selber machen, oder was? So schnell, 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 schnell. Hier mal alles löschen. Hier sieht man schon die alte Aufnahme. Jetzt wieder rein. So, okay, jetzt brauchen wir hier so eins. Wie man den craftet, zeige ich euch jetzt. Dazu braucht man, wie schon gesagt, Bambus. Und Wolle. Drei Stück. Dann geht man hier hin. Macht la la la. La la la. Lalala. Okay, oder auch nicht. Dann war das anders und zwar. Was ging jetzt nochmal? Ah ja, so. Nein, das ist ein Bambus-Speer, oder? Ja, das ist ein Speer. Also man braucht eigentlich so. Ticket Dodge. Bambus-Speer. Dann muss man das, glaube ich, so machen. Ach, so. Ja, man kann auch Blöcke damit machen. Das finde ich auch cool. Dann war das so. Hey, wie war das jetzt nochmal? Ach, gucken wir einfach mal hier nach. Wenn man den craftet, weiß ich es auch gerade nicht. Den craftet man so. Und ich will jetzt so einen Stuhl bauen. Bambusspeer haben wir schon gesehen, wie man den craftet. Und auf jeden Fall irgendwie geht das. Und jetzt müssen wir immer noch bis Sonnenuntergang warten. So lange können wir uns ja mal hier ein bisschen ausrüsten, gucken. Hier gibt es Schnorchel und Flossen. Weiß ich auch gar nicht, wie man die craftet. Und was macht der? Ah ja, der tut, glaube ich, Fische machen. Bei dem Portal. Hier gibt es Fische. Und hier gibt es auch ein paar Teile. Hier Tropical Fish Spawn. Kann man jetzt einfach hier so blub. Oh, cool. Clownfische. Oder Fischclown. Oh. Was zur Hölle? Mini-Fuzzis? Okay. Hiermit kann man. Man of Warspawn, das sind auch Wassertiere. Das sind solche Fuzzis. Ich habe auch keine Ahnung, was die machen. Dann kann man noch. Oh. Attackieren die sich gegenseitig oder kann er kein Wasser aushalten? Dann kann man hier noch Tiki-Menschen spawnen. Mit denen kann man auch handeln. Aber man braucht dafür so spezielle Sachen. Ja, sieht man hier, wenn das rot ist, dann will der das nicht haben. Boah. Dieses Viech hat mich gerade übelst erschrocken, was er gerade gemacht hat. So, dann tarnen wir uns mal als ihn. Man sieht, ah, scheint das die Haustiere von ihm oder so. Die Geräusche sind aber schrecklich. Und hier kann man auch noch Turtles spawnen. Naja, was soll das sein? Okay. So, jetzt warten wir noch hier. Was kann man hier noch spawnen? Leafball. Hallo, Äffchen. Ah, coole Sache. Ich hoffe mal, das geht, bitte. Ja, Drifting into the Tropics. Landschaft wird generiert. Also, es muss beim Sonnenuntergang sein, sonst funktioniert das nicht. Und jetzt sieht man. Sieht man. Sieht man. Sieht man. Sieht man? Sieht man?
Sieht man? Ah, okay, es geht weiter. Man spawnt in so einem Teich. Ich meine. Und jetzt sieht man, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gespawnt? Auf jeden Fall, man sieht, das Wasser ist so richtig geil und klar. Es gibt auch Korallen und jetzt zeige ich euch, was auch das Ding macht. Man kann jetzt hier machen und dann passiert eigentlich irgendwas. Und wenn man jetzt auch noch so ein Eschen-Heini-Homo spawnt. Oh, die sehen ja mal anders aus. Dann kann man die hier anziehen. Und mit ihnen kommunizieren. Ich glaube, die lassen solche Eschen-Masks droppen. Ja, können wir mal einen killen. Stirb! Stirb. Oh ja, die lassen die echt. Oh. Und was man mit denen auch noch machen kann, außer auf den Kopf setzen, man kann sie nicht platzieren. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier richtig. Jetzt können wir mal schnell in den Kreativmodus gehen und hier ein bisschen kundschaften. Ich guck mal, wie lange nehmen wir schon auf. 16 Minuten da. Geht ja noch. Naja, okay, das war's auch schon. Wenn ihr wollt, dass ich ein Let's Play davon mache, schreibt's in die Kommentare. Nein, Spaß. Schreibt's einfach in die Kommentare oder per PN. Und hier gibt's auch Giftfrösche, die sind sehr aggressiv. Kann ich euch mal zeigen? Und hier sind noch diese Man of Wars, wie man sieht. Guck hier, die sind richtig aggressiv eigentlich. Dann nicht. Okay, auf jeden Fall, das war's heute und tschüss.